Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age 2 bei dem DLC Das Vermächtnis. Wir stehen hier immer noch im Versteck der Kater, aber nun wollen wir den Weg nach unten wagen und wir werden wahrscheinlich bald Korypheus gegenüberstehen, denke ich mir mal. Mal gucken. Gucken, wo wir jetzt überhaupt hinkommen, das ist auch noch so eine Sache. Diese verfluchten Hurensöhne. Das verdammte Ding ist komplett versiegelt. Sicher gibt es einen anderen Weg raus. Wer weiß. Okay, da kommen wir nicht lang. War mir irgendwie gerade bewusst. Alter. Sieh sich das einer an. Was denkt ihr, ist da drin? Ich habe keine Ahnung, Varric, aber es sieht eindrucksvoll aus. Korypheus Gefängnis. Sashamires Ebene. Also es gibt mehrere Ebenen sogar. Ach du heilige Kanone. Dunkle Brut. Und da fragen sich die Leute, warum ich die Oberfläche vorziehe. Da hast du eventuell recht, Varric. Ich bin mir da nicht so sicher, aber naja. Könnte vielleicht einer der Gründe sein. So, warte mal hier. Haben wir hier Fallen? Wir schnell hinter uns. An der Oberfläche sind wir der Stadt von größerem Nutzen. Ich muss wissen, wohin das führt. Könnt ihr das nicht verstehen? Doch, bis zu einem gewissen Punkt. Aber Fragen über Tote sind keine Leben wert. Ihr werdet tun, was ihr tun müsst. Aber solche Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie sie... wie ihr es euch erhofft. Hier können wir zum Beispiel noch eine Gruppe sammeln. Okay, falls wir das möchten. Hier ist unser Lager. Das ist auch praktisch, weil dann können wir auch hier die Sachen, die wir nicht unbedingt mit uns rumschleppen möchten, die auch noch anziehen. Was haben wir denn hier? Das war das alte Schwert von Kava, ne? Ja. Ja. Pass mal auf, wir packen das erstmal alles, so was wir hier haben, hier rein. Schlüssel der Hawk nehmen wir am besten noch mit. Oh, der Fußwickel kommt hier rein und die Sachen kommen rein, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das brauchen werden oder nicht. So. Können wir später ja abholen, wenn wir möchten. Ansonsten haben wir hier noch einen Knochenberg. Okay. Scheint so ein kleiner, ich sag mal, Zufluchtsort zu sein, wo man sich mal kurz ausruht, bevor es dann wirklich weitergeht. Oh, oh, oh. Alter! Was sind das für Monster? Wie heißt ihr? Ich kann das nicht lesen, da sind die Zahlen gerade. Genlocks? So sehen Genlocks aus? Seit wann das denn? Die sehen aber ganz schön komisch aus, muss ich sagen. Mal der Bindung. Interessant. Die Frage ist, ich sehe da gerade... Hier gebunden bis in alle Ewigkeit. Sein Hunger gestillt. Sein Zorn besänftigt. Sein Verlangen gedämpft. Sein Stolz gebrochen. So sei es im Namen des Erbauers. Interessant. Hier sind zwei Mal der Bindung. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir das machen, kommt der Geist da raus. Oder der Dämon. Wie auch immer. Gucken wir mal, was passiert. Ah, guck mal, da ist Nummer 3. Wenn wir das aktivieren, kommt er da raus. Habe ich es mir doch schon fast gedacht. Ja gut, dann machen wir das mal, ne? Der muss ja eigentlich raus hier. Warum nicht? Achtung, hier hinter uns sind auch noch Dämonen gekommen. So. Ein paar Dämonen, ja, warum denn nicht? Die fressen wir zum Frühstück. Aber dieser Dämon hat es in sich. Es ist ein Schatten, der unheimlich Widerstand hat.
Oder kommt mir das nur so vor? So, warte mal. Ist Hundi gar nicht draußen? Jetzt ist Hundi draußen. Er kann er wenigstens auch noch ein bisschen Schaden machen oder einen aufhalten. Ich kann nichts dagegen tun, dass sich die Wächter an diesem schrecklichen Ort der Dämonen bedienen. Aber niemand wird sagen können, meine Magie habe jemals einen von ihnen auf die Welt losgelassen. Wer war das? Ich habe das Gefühl, ich kenne diese Stimme. Sie klang wie Vaters, aber wie kann das sein? Wer weiß das schon? Oh, da haben wir Schatten. Den nehmen wir auch mit. Ja, und dann lass uns mal weiter gucken. Das sieht hier unten sehr vielversprechend aus. Allerdings, in welche Richtung sich das entwickelt, da bin ich ja nochmal sehr gespannt drüber. All das direkt unter Kirkwall. Na, großartig. Man wird sie niemals los. Nicht vollständig. Wir werden unser Bestes geben. Das haben schon viele gesagt. Wer weiß. Kleine Geldbeutel, Börse. Naja. Was haben wir da? Das Privileg der Wächter. Wahrscheinlich grauen Wächter, ja genau. Wir werden später auch nochmal ein bisschen wieder mehr lesen. Nur momentan nicht. Ich möchte gerne dieser Story hier so ein bisschen verfolgen, sag ich mal. Und ja, wir gucken einfach mal. Okay, was haben wir hier? Da hinten haben wir eine Kiste. Na dann, kriegen wir auch noch hier hin. Aber so sehen doch für mich keine Genlocks aus, oder? Oder haben die sich wirklich so dramatisch verändert? Also das Aussehen war im ersten Teil, muss ich sagen, ein bisschen besser. Fand die irgendwie zutreffender. Aber naja, mal gucken. Oh, wer ist das denn? Der Schlüssel! Haben Sie ihn gefunden? Die Zwerge? Ich habe sie gehört. Suchend, grabend. Wie habt ihr den Schlüssel hierher gebracht? Welcher Schlüssel? Meint ihr etwa das hier? Das soll ein Schlüssel sein? Es ist Magie. Alte Magie. Magie des Blutes. Er hat die Siegel erschaffen. Er kann sie auch zerstören. Seid ihr Korypheus? Ich bin auf der Suche nach Korypheus. Wisst ihr, wo oder was er ist? Sprecht seinen Namen nicht aus. Er wird euch hören. Weckt ihn nicht auf. Nicht, wenn ihr den Schlüssel in den Händen haltet. Okay. Wie komme ich denn hier raus? Die Tür wurde hinter uns versiegelt. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Wir können erst hier weg, wenn wir sichergestellt haben, dass dieser Korypheus nie wieder Jagd auf uns macht. Solange die Wände stehen, gibt es keinen Weg hier raus. Die Wächter haben ihre Gefängnisse gut gebaut. Wen kümmert es, was sonst noch gefangen wird, solange nur das Zentrum hält? Ich bezweifle, dass wir hier Hilfe finden, Hawk. Hawk? Ihr seid das Blut des Hawk? Ja, ich rieche die Magie an euch. Aber ihr habt den Schlüssel zu seinem Tod. Ja, ich kann euch den Ausgang zeigen, ja. Was seid ihr? Wer seid ihr? Was stimmt mit euch nicht? Das fragt ihr mich? Ich bin es, der hierher gehört, nicht ihr. Ihr seid keine dunkle Brut. Er hat irgendwo die Rüstung eines Wächters aufgetrieben. Wächter? Ja. Verteidiger gegen die Verderbnis. Ich kenne den Weg nach draußen. Folgt mir nach unten, tiefer hinein. Nach unten, tiefer hinein. Oh Gott, das klingt nicht vertrauenswürdig. Ich soll euch also vertrauen. Natürlich. Ich befolge ja immer den Rat irgendwelcher verderbter Wahnsinniger. Nicht wahnsinnig, nein. Vertraut mir. Ich kenne die Geheimnisse des Gefängnisses. Die Siegel halten uns fest. Alles kommt hinein. Nichts jemals hinaus. Nicht ohne den Schlüssel. Ihr müsst ihn verwenden, ja? An den Siegeln. Jedes Siegel berührt es mit dem Schlüssel. Nur dann öffnen sie sich. Nur für die Hawk.
Nicht zurück, nicht nach oben. Der einzige Weg nach draußen ist abwärts und durch das Herz nach unten. Nach unten in die Tiefe. Werden wir etwa auf diesen Verrückten hören? Ich weiß es nicht, Kawa. Also er ist ziemlich verrückt. Aber was haben wir denn für eine Wahl? Oben ist der Weg quasi unpassierbar. Ja, und hier unten geht es nur in eine Richtung, so wie er sagte. Das ist schon sehr kurios. Naja, das Gefängnis der Wächter. Dann ein Knochenberg. Ansonsten war es das, ne? Na gut. Dann gehen wir hier einmal rum, würde ich sagen. Der Unterstadt sollte einfach zugeschüttet werden. Ohne Ausnahme. Das scheint mir ein wenig übertrieben. Wirklich? Gefällt es dir etwa, die Leute zurück in ihre Löcher zu jagen? Mir wäre es am liebsten, sie wären erst gar nicht aus ihnen herausgekrochen. Nicht jeder hat das Glück, es sich aussuchen zu können. Nur weil sie es nicht schaffen, heißt das noch lange nicht, dass das auch für mich gelten muss. Hm. Oh Mann, Kawa. Sagt dazu gerade gar nichts. Siegel. Machen wir gleich mal. Erstmal gucken wir uns hier so ein bisschen um. Da ist ein Heiltrank. Da hinten geht es auch noch weiter, aber da kommen wir gerade so nicht durch, ne? Ne. Das heißt, wir müssen auch hier durch. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Da steht wer, ne? Da steht irgendwer. Irgendwer steht da. Oh ja. Sieht nach dem Schlüssel aus. Wenn sich das so genauer anguckt, so ein bisschen. Das sieht nach einem Dämon aus. Ach ja je. Okay, anscheinend will er es so. Oh, oh, Wächter. Alter, der hält einiges aus. Der könnte interessant werden, der Kampf. Sehr sogar. Alter Schwede, der... Alter, was der aushält. Wehe, da gibt nicht gut Punkte. Achtung, er schießt wieder irgendwas. So, Varric, einmal da raus, bitte. Danke. Oh, das war's. 1080 XP, das geht ja. Lasst mich raten. Das erste Siegel? 2000 Jahre hat die Magie Bestand. Es wurde nie gebrochen. Gebt ihm den Schlüssel. Lasst ihn sich die Magie zurückholen. Sie aufnehmen. Alle, die zuvor kamen. Führe einen Rechtsklick auf einer der vier Säulen aus, die ein Siegel zu Korypheus Gefängnis umgeben, um Malcolm Hawks Schlüssel zu verbessern. Jede Säule gewährt einen anderen Vorteil, allerdings kann der Schlüssel nur die Macht jeweils einer Säule... Oh, da war es ein bisschen zu schnell. Elektrizitätsschaden, Feuerschaden wäre ich dafür. Ich mache ja viel Feuerschaden. Das ist cool, der wird also verbessert. Warte mal, bevor wir das machen, würde ich gerne erstmal gucken... Wie gut ist der jetzt? 57 und 3 Magie. Alles klar. Dann Feuerschaden. Das Blut wirkt. Es ist gut. Danke für eure Hilfe, aber wer seid ihr? Habt ihr einen Namen? Name. So lange habe ich meinen Namen nicht gesagt. Larius. Ich war Larius. Da war auch noch ein Titel. Kommandant. Kommandant der Grauen. Das ist kaum zu glauben. Ich bin tot. Aber ich bin nie gestorben. Ihr wart also ein Wächter? Wie kann ein Wächter nur so enden? Ich dachte, ihr wäret immun gegen die Verderbtheit. Der Ruf. Er wartet auf uns alle. Die Stimme, der wir nicht widerstehen können. Unser Tod. Das Siegel.
Ich spürte, wie es zerbrach oder wie es brach. Wenn ihr ein Wächter seid, wisst ihr dann, was gerade geschehen ist? Was hat das Siegel mit meinem Blut zu tun? Die Magie. Sie reagiert auf das Blut, liest die Gedanken dessen, der es hält. Der Letzte, der ihn hielt, war der Hawk. Ich war dort, als er die Siegel anbrachte. Bevor ich zu dem hier wurde. Ihr macht ihm Ehre. Korypheus ruft. In der Dunkelheit. Was wartet dort? Das Vermächtnis geht weiter. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Wir müssen in diese Richtung dann. Bevor wir das aber machen, was hat sich jetzt an dem Stab denn verändert? 4 Feuerschaden. Also wenn das so weitergeht und der richtig gute Sachen noch drauf bekommt, haben wir vielleicht einen neuen Stab. Wer weiß. Noch ziehe ich aber den erstmal vor. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge, wie gesagt. Und in der nächsten Folge geht es hier beim Vermächtnis weiter. Ich bin mal sehr gespannt, auf was das hinauslaufen wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin. Und tschüss.